Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play beziehungsweise zu einer Weitererzählung oder zu einem DLC von Darksiders 2, nämlich Arguls Grab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er steht schon episch da, also so richtig, richtig episch. Ist schon sehr, sehr nice. Gut, dann würde ich mal sagen, starten wir auch direkt mit dem nächsten Abenteuer von Tod. Sein Bruder Krieg haben wir ja mehr oder weniger befreit, ich weiß es ja noch nicht. Und ja, was erwartet uns jetzt? Das schaut so nach. Ah, okay. Gut, auf geht's. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ich spiele es jetzt wirklich komplett blind. Und bin mal selber ganz überrascht. Oder lass mich überraschen, was da noch alles auf uns zukommt. Ich habe mittlerweile schon ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Hui, Ziegenbett, ist wieder da. Warum hast du mich hergerufen, Ostergut? Du handelst mit Worten wie ich mit Münzen, Reiter. Du gibst wenig und nimmst viel. Wie wär's hiermit? Für einen Moment deiner Zeit gebe ich dir eine Geschichte und eine Chance. Ich höre. Bevor der Fürst der Knochen auf dem ewigen Thron saß, gab es einen anderen, noch älteren König der Toten. Mhm. Sein Name war Argul. Argul der Verrückte. Okay. Seine Herrschaft dauerte Äonen, bis er verraten wurde. Blöd. Vom Fürsten der Knochen? Ja, jetzt ist diese Geschichte kein Geheimnis mehr. Außer einem Detail, das lange vergessen war. Das da wäre? Die Lage von Arguls Grab. Mm. Der Fürst der Knochen verbannte das Grab aus der Unterwelt, damit Argul nicht an seinen Kräften zehren konnte. Okay. Seitdem ist das Wissen um das Grab und dessen Lage in den Nebeln der Zeit verschollen. Niemand außer Ostergut erinnert sich. Ah, okay. Ziegenbett, da vergisst der nix. Sehr gut. Sag mal, Argul? Was wurde aus Argul? Der Fürst der Knochen hätte seinen Vorgänger leicht erschlagen können. Stattdessen hat er Argul aber unter den toten Ebenen begraben. Okay. Und hielt der Fürst der Knochen dies für Gnade oder Grausamkeit? Er kennt schon die Motive der Toten. Ja? Außer dir vielleicht. Ein kleiner Wortwitz. Okay. Was kannst du mir noch über Argul sagen? Nun, man hält ihn für völlig verrückt. Vielleicht war er's auch. Argul schimpfte über das Ende der Welt, über eine bevorstehende Finsternis, die sich in den Reichen von Leben und Tod ausbreitet. Das haben wir ja schon hinter uns. Verderben. Nein, er sprach von den Reitern. Wie? Okay. Handeln. Nach Belieben um. Trinke, mein liebstes Utensil. Der Weg, der vor dir liegt. Okay, haben wir schon. Gut. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, die Quelle von Arguls Macht finden und sie, wenn möglich, vernichten. Okay. Welchen Nutzen hast du von all dem, Händler? Das geht dich nichts an. Wisse stattdessen dies. Im Gegenzug für die Auslöschung der Quelle von Arguls Macht kann ich dir eine große Belohnung anbieten. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Okay, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Folgen wir unserem Vögelchen oder was haben wir denn da hinten noch? Das interessiert mich jetzt schon irgendwie ein bisschen. Ah, eine Truhe. Wie soll es auch anders sein? So einsam und verlassen, das sollte mir eigentlich fast suspekt vorkommen. Viele schicke Sachen. Oh, was haben wir denn da Schönes? Das kommt uns doch bekannt vor. Hey! Jawohl!
So macht man das. Freunde. Pau. Pau, pau. Pau, pau. Komm her. Ich mach dich nass. Na? Wie gefällt euch das? Ja, schön geballert. Das macht bei dem Spiel richtig Fetz. Auch wenn es eigentlich nicht das Metier dafür ist, aber es macht richtig Fetz mit dem Ding. Ich hätte zwar schon gern lieber die andere, aber die brauchst du auch. Du, da im Arsch brennt, nur so ganz nebenbei. Na komm. Den kriegen wir auch noch. Warum kriegst du gleich zwei Hintus? So, erstmal die Monet, diesen Monetos einsammeln. Was haben wir denn hier noch alles? Hier ist nichts mehr. Gut, dann kommt der nächste. Hallöchen. Oh, ich glaube, dein Arsch brennt. Pau, pau, pau. Jawohl. Also die Waffe macht echt Fetz. Aber so richtig, richtig Fetz. Gut, was haben wir denn hier noch? Geil, wenn wir zu zwei davon aufnehmen. Na? Oieieieiei, Mami. Komm, du kriegst gleich ein paar mehr reingedrückt. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Noch wer? Habt ihr alle genug? So, euch jagen wir gleich in die Luft. Etchebitch. Da hinten haben wir noch einen. Der kriegt auch gleich zwei. Du hast auch noch nicht genug. Ja, komm. Zap und pau. Pau. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten oder sie versteckt? Wow, 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 wow. Komm. Pau, 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 pau. Noch mehr. Kriegst du gleich ein Zäpfchen von mir. Aber blutig was ist. Gut. Gut, 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 gut. Super jetzt. Ach, und du bist ein bisschen buggy da hinten. Oder du hast es gelernt. Das kann natürlich auch sein. Nein, du hast das nicht gelernt. Du warst bloß ein bisschen buggy. Immer noch hier, sag mal. Gut. Heiltränke können wir nicht aufnehmen, da wir ja voll sind. Ach du Schande. Okay, die sind fix. Die sind fix, aber so richtig fix. Hey, 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 ausweichen ist nicht. Du noch, komm. So, hast es jetzt. Hab ich euch jetzt erzogen, oder was? Gut, 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 gut. Was haben wir denn hier noch alles? Hey, 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 langsam reiten, Kollegen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, oder? Ein geringfügig schwacher Überblick hier. Na? Zap, zap, zap. Gleich mal hier die komplette Muni rausblasen. Zam, zam, pam, pam, pau. Also wenn es nach mir geht, hätte das ganze Spiel nur mit dieser Waffe gelten können. Macht einfach Fetz mit dem Ding. Die erste Shooter-Variante, die richtig Fetz macht. So, du auch noch, komm. Pau, die hat es in Einzelteile zerlegt. Sehr schön, sehr schön. So, du noch. Hey, hier bleiben. Ah, du rennst auch so planlos durch die Gegend. Hey, du bist dabei, ist jemand Buggy. Komm, du kriegst ja gleich alles reingedrückt. Jawohl. So mag ich das. Gut. Munition ist wieder voll da, oder? Ja, jetzt ist sie wieder voll da. Eieieiei. Unmengen dieser Viecher. Na? Komm, du auch noch. Gibt es da nicht, dass hier einer überlebt? Das geht ja mal gar nicht. So, was haben wir denn da oben? Noch ein paar kleine Schoßhündchen.
Zap, zap, zap. Au, oh, das war ich selber. Scheiße. Wow, 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 wow. Geht's hier bitte woanders hoch und nicht in meiner Nähe? Jawohl, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unmöglich. Ja, ist mir fast bekannt gewesen. Gut, da ist nichts mehr. Du kriegst auch mal gleich ein paar rein gedrückt. So nicht, so nicht. Hau ab, hau ab, hau ab. So, pau. Ja, toll. Und dann wieder flüchten hier, du feige Ratte. Ich kann nicht. So, wo bist du denn? Komm. Einmal in den Hintersten. So, komm. Hier alle her damit. Das Ding jagen wir auch gleich mal hoch. Damit er gleich weiß, wo der Hammer hängt. So, du nicht. So, jawohl. Gut. Du auch noch? Kannst du gerne haben. Komm, du kriegst auch noch mal 3 Zäpfchen rein oder 4. Die müssten reichen. Mann, wo kommt ihr denn alle her? Wo kommt ihr denn alle her? War's das jetzt? Hallo? Nein. Kommt alles voll rein. Volle Dröhnung. Gib's ihm. Gib's den Viechern. Gib's ihm. Jawohl. Guti, 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 gut. Dann hier nochmal 3 Stück rein. Dann kommt. Ach, das war's auch schon wieder. Wie, du hast es überlebt. Hey. Komm her, du Segel. Also geht. Hallo, du Pisser. Jawohl, jetzt geht's ab hier. Zap, zap, pau, bang, boom. Krawall. Du noch? Jawohl. Jetzt muss ich erstmal warten, bis wir hier mit dem Muni haben. Nächste, nächste. Ach komm. Das nehmen wir noch mit. Zap. Na, bisschen buggy heute. Schlecht geschlafen. Okay. Ja, super. So nicht. War's das? Schaut gut aus. Ne, 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 ne. Du überrascht mich nicht, mein Freund. Aber du überrascht mich. Du auch da. Okay. Habe ich jetzt meine Ruhe? Ich hoffe es. Ich will bloß die Truhe aufmachen. Wer will ich nicht? Unmöglich. Unmöglich. Ist ja gut. Gut. Dann wieder Hand anlegen. So. Hier mal kurz. Nein. Halt. Hier weglegen. So, jetzt halt Truhe aufmachen. Ja, ausgerechnet jetzt, wo ich Heiltränke gekauft hat, hätte ich keine kaufen brauchen. Erstmal hier das Gold einsammeln. Sehr schön. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. So, dala. Bruder. Dann nächste bitte. Oh ja, hier kriegt es gleich mehrere reingedrückt. Jawohl. Pau, Baby. Ja, komm. Oh, ihr seid wieder buggy. Zap, zap. Und hier Geld einsammeln. Erstmal ins Gesicht. Ja, wieder einer weniger. So, dann du da hinten noch. Nicht weglaufen. Oh, 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 Mami. Komm, du da und du hast auch noch was. Na, du stehst noch. Jetzt nicht mehr. Oh,
Okay. Das scheint es hier auch gewesen zu sein. Ich habe keinen blassen Dunst, wo wir überhaupt sind. Gut. Oh, das schaut nach einem Mega-Fight aus. Ich will da nicht rein. Ach du. Moment, ich kenne dich irgendwo her. Ich kenne dich doch irgendwo her. Wow, Mami. Mama. Mami. Hau ab, du Segel. Wow. Huch. Scheiße. Zu viele. Keine Munition. Mama. Weg hier. Wow, fuck. Wow, shit. Sorry, wenn ich ein bisschen leiser werde zwischenzeitlich, aber ich weiche immer automatisch mit aus. Auch wenn es das nicht bräuchte. Puh. Oh, das war's noch nicht. Ach du Scheiße. Fuck. Mama, weg hier. Komm, weg. Wow, alter Verwalter. Lecco mio. Nein, nicht noch mehr. Boah, leck mich doch am Arsch. Aber so richtig. Ich sieg doch nichts mehr. Komm, hau ihn um, den Penner. Ah, fuck. Wow. So, komm. Gleich hammern. Den Sack. Komm. Muni. Jawohl, der erste liegt. Eieieiei. Leck mich am Arsch. Also nur mit der stumpfen Knarre sowas zu erledigen, ist echt nicht easy. Okay. Dann würde ich mal sagen, perfekter Zeitpunkt für einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.